Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. No idea. Man hört es einmal kurz zischen und das ist dann die Stelle, wo, ne? Tja, hier ist es wohl auch nicht. Ich glaube, das ist die gleiche Zunge, die ich schon hatte, oder? Da ist das Teil. Was ist das für ein Teil? Eine Forschungsprobe, die ist hier reingefallen. Von dem bin ich, glaube ich, runtergesprungen gerade, oder? Ach so, ich muss hier erst hin. Und dann drauf zu springen, so war das. Aber jetzt muss ich erst wieder die Forschungsprobe haben. Da ist er. Stellt sich mir nur die Frage, ob ich von der Seite kam oder von der Seite kam. Ich glaube, ich kam von der Seite. Da war ich. So, das heißt, ich muss jetzt hier rüber. Da ist die Zunge. Ich sag's mal, ist eine Zunge. Sieht aus wie eine Zunge. Jetzt habe ich es geschafft. Nur die Frage, ob ich hier auch rauskomme. Hier sieht es anders aus wie woanders, ne? Aber hier ist nicht mein Eingang. Also was war klar ist, ist, dass wir auf der anderen Seite sein müssen, auf dieser. Da sind wir zuerst drauf gelaufen. Jetzt müsste ich die Forschungsprobe sehen. Wenn ich die sehen würde, dann hätte ich eine Chance zu beurteilen, ob ich hier schon war oder nicht. Oh Mann, ey. Nee, der ist an einer Säule. Der kann es also nicht sein eigentlich. Jetzt sind wir uns, haben wir uns, glaube ich, noch auf der Kugel verlaufen, ne? Jetzt sind wir auf der falschen Seite der Kugel, wetten? Kannst du also so rüberlaufen. Da ist die Forschungsprobe. Ich glaube, wir mussten aber so rumlaufen, ne? Der war es nicht. Und mal gucken, ob der es war. Tisch ist richtig und jetzt müssen wir hier draufspringen. Ah, verpasst. Nicht geschafft. Oh Herrgott, noch mal. Ich habe es, glaube ich, geschafft darauf. In der Hoffnung, dass das das Richtige ist hier. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wieder zurückzufinden. Okay. Ich glaube, wir brauchen dreimal Quarz und einmal Zink.
Und dann müssen wir weiter gucken, wenn es denn Zink war. Machen wir aber in der nächsten Folge. Schaut zu beim nächsten Projekt und natürlich auch wieder in der nächsten Folge dann. Ist das schon heile oder nicht? Tja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Wo sind denn die Herrschaften, die hier zurückkommen sollen? Sind schon wieder zurück? Mal hier hin und dann da einen Trupp hinmachen. Er ist verletzt. Wie kriege ich den hier raus? So auf jeden Fall nicht. Ich muss auch den erstmal gucken, dass ich den hier verarzte. Ist das hier der Arztwagen? Ja. Wie kriege ich den jetzt so rüber? So. %50 übersteigt. Ausdauer 23, das heißt, er müsste wenigstens 12 haben. Die Lok ist wohl wieder klar. Lass uns hier noch suchen gehen. Neuen Trupp erstellen machen wir jetzt. Jäger. Den Trupp zuweisen. So. Was haben wir hier noch für einen? Das ist der abgelevelte. So. Bestätigen. Einsetzen. Wir werden ja ein Stück vorfahren können und dann, ne? Aber vielleicht ist es dann auch weg, das weiß ich nicht. Oh, die Zeit läuft runter, ne? Kommen da aber vorher noch an, oder? Oder es ist die Zeit, wo sie ankommen, ne? Kann das sein? Ja. Nee, Trupp ansehen wollte ich nicht. Fische fangen, okay. Jäger haben wir einen dabei, ne? Zeit ist pausiert, deswegen passierte nichts. Ist gespeichert, oder? Also wir haben genug Fische dabei gekriegt. Kampfrolle und 16 Essen. Gut. Trupp zurückrufen. Und ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Danke fürs Zuschauen. Nächste Folge kommt da wieder bei und nächstes Projekt guckt euch an. Möhren sind nur 29 da. Okay, wir machen ja Kartoffeln, aber wir müssen definitiv
hier noch mehr Gemüse anpflanzen, glaube. Lass uns da noch ein zweites Feld machen. Rohrkolben. Tja, die müssten hier hin, ne? Kartoffeln. Komm, wir machen ja noch einen Streifen Möhren hin. Und die Sonnenblumen kommen noch mal daneben. Vielleicht kommt der Baum mal weg, ne? Kann ich den direkt abreißen? Dann kann ich den Weg da nämlich rummachen. So, Wasser ist wieder da. Es läuft aber, glaube ich, noch nicht über, oder? Nacht, geh mal vorbei, damit ich was sehe. Er staut sich nur auf, oder? Jetzt muss es aber bald irgendwann hier überlaufen, oder? Ich hoffe, ich habe hier nichts falsch gemacht. Dass es hier nachher überläuft oder so. Okay, jetzt ist es gerade hier rüber. Gut, jetzt können wir, wenn es hier aufgestaut ist, können wir jetzt das hier sehen, was hier passiert. Das ist noch zu. Es ist hier hinten irgendwo übergelaufen dadurch. Da nicht. Hier fließt es, das sieht man ja. Hier kommt eklige Brühe, glaube ich, raus. Die fließt dann hier lang, ne? Das Wasser ist hier, glaube ich, nicht zu gebrauchen und verschwindet da. Wenn ich das aufmachen würde, wo geht das Wasser dann lang? Hier. Aber das, ich glaube, das ist ja schon für mich nicht mehr brauchbares Wasser, weil das durch dieses Ding hier eklig ist, ne? Das heißt, ich müsste, wenn hier aufmachen, dann wird das Wasser hier durch, da kann es auch durch herkommen und kann hier lang fließen. Ah, das wäre nur eine Abkürzung nach da, bringt es also nicht so wirklich. Ich müsste es dann auch hier aufmachen. Ja, und dann käme es hier wieder raus. Ja, das wäre vielleicht sinnig dann hier. Das zu haben vielleicht, ne? Als erstes vielleicht hier, damit dieses noch ein bisschen grüner wird. Schon wieder Nacht, ne? Sie sitzen schön am Feuer. Das Wasser läuft hier super durch jetzt. Hier auch. Und wenn wir jetzt dieses hier befüllen wollen, müssten wir hier aufmachen, aber das werden wir erstmal nicht aufmachen. Das läuft dann da rein. Das wäre erstmal egal, glaube ich. Lass uns dieses hier oben mal aufmachen. Ja, für die nächste Dürre sollten wir vielleicht wieder, obwohl das Wasser in den Bechern hier. Vielleicht sollten wir mal einen großen bauen, den freischalten, oder? Wir können ja erstmal einen mittleren freischalten. Wie viele Punkte haben wir? 174. Ja, wir sollten vielleicht auch um die Forschung uns erweitern. Aber das war auch hier, oder? Mach den Bottich trotzdem frei. Ne, das ist Schlepperposten. Erfinder, Förster, Erfinder. Okay, der rattert da hoch mit einer Arbeitskraft. So, Wasser. Im zweiten Bottich, den großen hier. Ja, dann machen wir den hier hin. Obwohl eigentlich könnte der auch hier irgendwo stehen im Bereich, wo kein, ne?
gutes Land ist erstmal. Luft ist ein bisschen knapp jetzt. Und hier war keine Luft. Ich muss jetzt einfach mal ein paar Fische erst haben zum Abendbrot servieren. Zurück zum Boot. Haben wir jetzt nicht so viel geschafft, ne? Ja, wir haben ein paar Sachen, wir haben 2 Sterne und sonst nicht so viel. Fische, ein bisschen Salz. Ja, er ruft schon wieder, ne? Oh, da kommt noch mehr. Okay, na super. Neuer Inhalt Marinka. Sato wurde zum Kontakt hinzugefügt. So, die habe ich wohl schon alle gefangen, ne? Clownfisch, Sägebarsch, Kardinalfisch, Juwelenfahnenbarsch. Gelber Piranha-Falterfisch, gelber Segeldoktor. Naja. Zwei Seiten gibt's, okay. Jetzt haben wir diese Sammelkarten-App gekriegt und ja, jetzt würde ich nochmal runtergehen wollen und schauen, dass wir da nochmal irgendwie doch den Haifisch da erlegen, beziehungsweise diesen gelben Fisch davor, dass wir das erstmal schaffen. Aber naja, es wird wohl schwierig werden, ne? Aber das Meer verändert sich ja, jetzt wird es wahrscheinlich wieder woanders sein, beziehungsweise die Lagune oder was es auch ist. Ist das der richtige Weg hier? Ich will es hoffen. Da ist auf jeden Fall Sauerstoff links. Unten ist eine Waffenkiste, die nehmen wir mal gerade mit. Ausrüstung gefunden. Bin jetzt ein bisschen von dem roten Fisch irritiert gewesen, der da war. Den nehmen wir schon mal mit. Hier ist so ein Scooter, ne? Der rote Fisch weg, ich glaube ja, ne? Ja, der ist da oben. Und hier rechts ist der Haifisch. Aber das ist doch nicht der, den wir brauchen, oder? Nee. Das ist ein falscher Haifisch. Oder ach, das ist vielleicht gar nicht der Haifisch, sondern das ist dieser Wink von dem Volk, oder? 59 Luft. Sind wir vorbei? Der Anzeiger ist gar nicht für den Haifisch, der Anzeiger ist für hier. Wow, das ist also der Ort. Also, das Signal kommt aus dem Inneren. An der Säule befindet sich Schriftzeichen, die ich noch nie gesehen habe. Wenn ein Werkzeug hätte, könnten wir den Felsenhaufen zur Seite bringen und versuchen, es hineinzugehen. Ich denke, wäre es am besten, das mit Gruber zu besprechen. Kommen wir erstmal nach oben. Da hat der Seevolk gesprochen, ne? Okay, da sind wir schon einen Schritt weiter. Ich rede mit Cobra auf dem Boot, aber das lassen wir erstmal sein. Es wäre noch interessant zu sehen, ob es hier irgendwo Sauerstoff noch gibt. Oh, da ist auf jeden Fall noch ein Fisch, der nicht so nett ist. Hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste.
Ausrüstung gefunden. Jetzt konnte ich nicht so schnell gucken, was da stimmt. Ja, Marktschreier haben wir. Hier schlafen tatsächlich gerade zwei in diesem komischen Haus, was wir da gebaut haben, ne? Ja, müssen wir mal gucken, dass wir die dann auch umsiedeln, ne? Was ist das hier eigentlich? Blumen sind das, oder? Blume, ja. Naja, sieht ein bisschen schicker durchaus, ne? Hier haben wir jetzt 11 Stühle von 14. Das reicht immer noch nicht. Weiß nicht, was das hier ist, aber egal. Also die bauen die Straße schon mal fertig. Na, zum Friedhof da oben geht es dann voran. Da ist aber noch nichts drin. Was macht unser Gemüse? Oh, das sieht aber schick aus. Ja, da müssen wir aber gucken, dass wir mehr Ernte kriegen, weil es sieht gerade auch nicht so gut aus mit Essen, sehe ich gerade. Ja, die Essensproduktion, da müssen wir wohl nochmal drüber nachdenken, ne? Weil hier, ja, wir haben kein Obst hier, ne? Früchte. Das Einzige, was wir haben, ist tatsächlich Fleisch. Aber es muss ja auch hier irgendwo Fleisch geben auf der Karte, ne? Und beziehungsweise Obst. Da müssen wir das mal einsammeln gehen hier. Ist das hier? Ah, ich glaube, hier ist es, ne? Aber da ist nichts mehr da, kann das sein? Dann muss das wahrscheinlich erstmal wieder wachsen. So, zoomen wir nochmal raus und gehen dann hier oben hin, oder? Aber das sieht auch nicht gut aus. Hier, das sieht noch gut aus. Dann müssen wir da ernten. Was war das hier? Zimmermann im Bau. Okay, weil wir noch mehr Stühle brauchen. Was machen denn hier diese Stühle? Darf da nicht dran klicken, ne? 13 von 14, also noch ein Stuhl, dann haben wir es geschafft. Das ist schon mal gut. Ja, und dann muss hier noch weiter zum Zimmermann gelaufen werden, aber ich glaube, zum Abbauen ist keiner gegangen, oder? Das mit dem Essen wird etwas schwierig. Ich glaube, wir müssen auch mal gucken, dass wir vielleicht mal Farmen kriegen, ne? Ist es umso heller, umso besser oder ist es umso dunkler, umso besser? Gibt es hier eine Legende? Das kann ich doch hier sehen, wenn ich hier bin, oder? Warte mal. Fruchtbarkeit. 46%. Und wenn ich jetzt dieses Feld hier wähle. 80%, das heißt, umso heller, umso besser. Aber halb so wild, wir wollen jetzt die Gemüsefarm noch anlegen und die muss ja auch noch irgendwo hin. Die machen wir jetzt hier hin mal. Wir haben wohl 7 Gemüse, wenn ich das richtig sehe. Ah ne, da brauchen wir 7 für. Okay, jetzt ist denn die Frage, wo kriege ich die Gemüsedinger her? Habe ich aber auch schon markiert. Muss nur einer holen, ne? Ist dann die Frage, wer das macht. Das ist etwas schwierig hier. Machen wir Stufe 2 hier. Wir haben hier nichts. Und da haben wir auch nichts. Fleisch wird weniger. Fischen könnte auch noch einer gehen, ne? Gestaltet sich etwas schwierig gerade. Die bauen jetzt hier voll die Straße da noch, ne? Aber das sind bestimmt die Hausmeister, die das machen, ne, oder? So, jetzt müsste aber der Stuhl hierfür fertig sein, oder? Ist er auch. Und da ist der Erste, der das baut. Dann kriegen wir doch noch ein Holzfällerlager hin, ne? Baufortschritt 9%, das wird noch eine Weile dauern. Und er geht hier wohin? Warte, da war noch einer irgendwo am Laufen. Da. Ich hoffe, dass das jetzt hier hingebracht wird.
Weil das wäre schlecht, wenn die da nicht hingebracht werden. Weil hier soll es angebaut werden. Da kam einer. Freigeräumt. Ah, das muss erst noch freigeräumt werden. Ah.